Hi, ich bin Martin. Willkommen auf meinem Maker-Channel. Und es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass das letzte Video online kam. Heute werden wir ein riesiges Tippvideo machen. Für dich als Anfänger, für dich als Profi. Ich kann garantieren, dass, wenn du das Video guckst, du nicht alle Tipps weißt, die ich dir heute in dem Video gebe, wenn du sie alle anguckst. In den letzten Wochen habe ich mir die Zeit genommen, mal alle Kommentare durchzugucken. Dann habe ich mein Wissen hier angeschmissen und mit euren Kommentaren getuned. Und dann wollte ich eigentlich ein großes Video machen, AD Works, 1,5 Stunden, wo ich wirklich mal von A bis Z durchgehe. Und dann dachte ich mir, ey, wenn du aber irgendwie schon mal mit AD Works gearbeitet hast, dann hast du kein Interesse daran. Aber woran man immer Interesse hat, ist halt ganz viele Tipps in ein Video packen. Und selbst wenn du Profi bist, wird es wahrscheinlich bei den Anfänger-Tipps noch Sachen geben, die du nicht weißt. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, ey, das ist irgendwie die coole Form. Und dann habe ich mal zusammengescrambled, also richtig alles in ein Paket gepackt und ich bin auf über 200 Tipps gekommen. Und jetzt guck, dieses Video war schon relativ viel Arbeit. Das sind jetzt 101 Tipps und ich habe das Video so angelegt, dass man dieses Video hier gucken kann, wenn man über meine Linkbeschreibung schon einen Laser gekauft hat und der auf dem Weg ist. Das heißt, für dieses Video, für all diese Tipps braucht man keinen Laser. Wenn ihr meint, dass es positiv ist und ihr ein neues wollt, dann würde ich ein zweites machen. Dazu brauche ich aber selber auch einen Laser. Ist gerade nicht möglich hier auf dem Dach der Welt, weil ich ja hier festsitze seit ein paar Monaten. Wenn ich dann zu Hause bin, mache ich das zweite Video und dann geht es dann um sowas wie Laserparameter und in dem Lasermenü von AD Works, was kann man da einstellen und da gibt es verschiedene einzelne Tipps zu. Dazu brauche ich aber die Maschine und ich möchte das so ein bisschen visuell aufbauen. Das heißt, ich möchte dann letztendlich auch im Programm was irgendwie was machen und dann würde ich euch auch gerne auf dem Laser das Ergebnis zeigen. Das brauchen wir für dieses Video nicht. Das heißt, wenn du über die Videobeschreibung einen Laser kaufst, kannst du direkt, wenn der Laser auf dem Weg zu dir ist, mit diesem Video anfangen. Das ist die Intention dahinter. Erster Tipp ist super einfach. Wer einen Kreis zeichnen will, einen perfekten Kreis, der benutzt das Ellipsentool und hält dabei die Steuerungstaste. Der gleiche Tipp gilt, wenn man eine waagerechte Linie zeichnen will. Man hält die Steuerungstaste und so kann man eine waagerechte oder auch horizontale Linie zeichnen. Der Tipp ist leider viel zu unbekannt. Man kann nicht nur einzelne Objekte in AD Works wählen, sondern man kann mit der Shift-Taste Objekte zur Auswahl hinzufügen oder auch wieder entfernen. Und wenn man die Shift-Taste drückt und dabei ein Objekt erstellt, zum Beispiel ein Kreis oder ein Rechteck, dann wird dieses Objekt vom Mittelpunkt ausgezeichnet. Ich zeige euch das mal. Also einfach mal Shift-Taste drücken und jetzt seht ihr dann hier, das wird vom Mittelpunkt ausgezeichnet. Das ist bei dem Rechteck nicht immer sinnvoll, aber wo es auf jeden Fall sinnvoll ist, ist es bei dem Kreis. Und wenn man jetzt auch noch, wie in dem letzten Tipp gesagt, Steuerung hält, dann kann man einen Kreis vom Mittelpunkt aus her aufziehen. Habt ihr mehrere Objekte auf eurer Arbeitsfläche, ist ein sehr simpler Trick, um ein bisschen besser zu verstehen, was der Laser überhaupt macht, euch die Wege zwischen den einzelnen Objekten anzeigen zu lassen. Das geht über Edit und dann Show Path. Dann seht ihr eine gestrichelte blaue Linie mit einem roten Pfeil und das sind die Wege, wo der Laser nicht lasert, aber der trotzdem fährt. Der Bezugspunkt eines Objektes wird standardmäßig immer in den Mittelpunkt eines Objektes gesetzt und dann hier oben bei AD Works in X und Y absolut angezeigt. Gebe ich da jetzt einfach mal 0,0 ein, um den gezeichneten Kreis zu positionieren, sehen wir, dass der Kreismittelpunkt auf 0,0 des Bezugssystems der Arbeitsfläche des Lasers auch wieder 0,0 gesetzt wird. Das kann nicht immer vorteilhaft sein. Manchmal möchte man den Bezugspunkt halt oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts am Objekt haben. Das kann man auch ändern über diesen Button hier. Wir setzen die Positionsreferenz da, wo wir sie haben möchten. Und wenn ich jetzt mit dem markierten Objekt bei X und Y 0,0 eingebe, wird der Bezugspunkt auch so auf die Arbeitsfläche gesetzt. Die nächsten beiden Tipps sind auch wieder zum effizienteren Arbeiten gedacht. Möchte man ein Objekt rotieren, kann man es markieren und hier oben sehr umständlich jeweils immer über die Eingabe des Winkels rotieren. Man kann aber auch schnell rotieren, indem man auf die Mitte des Objekts doppelt draufklickt und dann ändert sich der Modus und dann kann man an den Kanten oben rechts, oben links, unten links, unten rechts das Objekt relativ schnell erstmal in die Position bringen, in die man es denn rotieren möchte und dann eventuell nochmal feinjustieren. Leider kann man die Steuerung und Shift-Tasten nicht nutzen, um das Objekt in horizontaler und vertikaler Lage einzurasten. Den gleichen Tipp gibt es auch zum Verziehen und das ist sogar die einzige Möglichkeit, um schnell ein Objekt zu verziehen. Wir markieren das Objekt und klicken in der Mitte doppelt und dann haben wir auf den langen Geraden am jeweils Mittelpunkt hier die Möglichkeit, ein Objekt zu verziehen.
Einer meiner Lieblingstipps, das schnelle Verschieben. Habt ihr zum Beispiel drei Objekte, die ihr auslasern wollt und ihr wollt ein bisschen Abstand dazwischen bringen und zwar gleichmäßig, könnt ihr das Objekt natürlich markieren und mit den Pfeiltasten nach rechts, links, oben und unten bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Müsst dann aber häufig klicken. Haltet ihr die Shift-Taste, macht ihr einen 10er-Schritt. 10, 10. Und ich kann euch das hier mal zeigen, also ihr spart euch praktisch 9 Klicks. Und zum schnellen Rotieren hatte ich euch ja gezeigt, dass ihr doppelt auf die Mitte klicken könnt und dann an den Seiten rotieren könnt. Wem das zu lange dauert, der kann sehr schnell rotieren, indem er einfach die Steuerungstaste hält und die Pfeiltasten nach rechts und nach links drückt. Aber hier aufpassen, ich habe festgestellt, das klappt nur bei Vektoren, leider nicht bei Bitmaps. Die lassen sich so nicht rotieren. Der Tipp als Einstieg, wie aktiviere ich den Knotenbearbeitungsmodus? Das geht hier auf den Button, dann geht hier ein Menü auf und man kann alle Knoten positionieren, die ein Objekt hat. Hat man den Knotenbearbeitungsmodus aktiviert und die Linie markiert, kann man auf der Linie einen roten Punkt hinzufügen. Und wenn man möchte, dass dieser rote Punkt zu einem Knoten wird, muss man den Knoten aktiv hinzufügen und zwar über das Plus. Jetzt kann ich auf den Knoten klicken, der wird dann grün und dann kann ich den Knoten verschieben. Möchte ich diesen Knoten entfernen, geht das genauso. Ich klicke auf den Knoten und drücke Minus im Knotenbearbeitungsmenü. Knoten lassen sich natürlich auch trennen. Erst den Knoten markieren, dann auf den Knoten trennen Button klicken, dann den Knoten wieder markieren und auseinanderziehen. Zwei Knoten zusammenzufügen ist etwas schwieriger. Wir müssen hier beide Linien markieren und das geht mit dem Shift-Trick, den ich schon im vorigen Tipp erläutert habe. Über Shift halten markiere ich die zweite Linie, die geht dann in den Knotenbearbeitungsmodus und dann kann ich beide Knoten markieren und dann wird hier das Combine Nodes, also kombiniere Knotenfeld, aktiv, indem es blau wird. Und wenn ich dann draufklicke, dann bastelt er eine Linie dazwischen. Man kann einen Knoten auch in eine Kurve transformieren. Das geht dann auf dem Button hier in dem Knotenbearbeitungsmenü. Man muss den Knoten vorher markiert haben und dann gehen da so kleine Linien auf und an denen kann man ziehen und dann kann man die Kurve einstellen. Und es geht auch vice versa andersherum, wenn wir eine Kurve in eine Linie zurück transformieren möchten. Knoten markieren, der transformiert werden soll und auf Line to Curve, also Linie zu Kurve klicken. Mit dem Liniensegment-Tool, was unter ADWorks Pologen heißt, wer auch immer auf den klugen Namen gekommen ist, zeichnet man Liniensegmente. Mit jedem Klick fügt man ein neues Segment hinzu und wichtig ist zu wissen, also der Tipp hier ist, dass wenn man das Objekt an den Anfang führt, das normale Fadenkreuz zu einem stärkeren Fadenkreuz führt hier, also einem zweiten Fadenkreuz, und wenn man dann klickt, dann wird es ein Objekt, was in sich geschlossen ist. Gleich im Anschluss daran gibt es das Kurvensegment-Tool, was nur Kurve heißt. Damit kann man eine einfache Kurve zeichnen in ADWorks, wie das hatte ich ja schon erklärt. Aber das kann man auch wie das Liniensegment-Tool nutzen, indem man halt einfach immer nur klickt. Und wenn man dann eine Kurve braucht, dann klickt man einmal und hält. So kann man eine Kurve zeichnen, man klickt weiter in Liniensegmenten, man braucht vielleicht noch eine Kurve und schließt dann am Ende. Zeichnung überprüfen, da gibt es einen eigenen Modus für, ich zeige euch den mal eben. Ich werde mal hier eben kurz ein Liniensegment aufbauen und dann werde ich das nicht am Ende schließen. Ich werde daneben klicken und dann wird die Kurve offen bleiben. Das kommt ab und zu mal vor, aber das ist jetzt mal Absicht in dem Fall. Ich klicke auf das Liniensegment-Objekt, werde hier einen Datencheck durchführen. Eine Zeichnung werde ich überprüfen und dann wird mir gesagt, die Kurve ist hier offen. Alle anderen Parameter sind grün. Und nachdem ich euch gezeigt habe, wie man eine Zeichnung überprüft und herausfindet, ob die Kurve geschlossen ist oder ob dieses Objekt in sich geschlossen ist, zeige ich euch auch natürlich, wie man die Kurve schließen kann. Als erstes markiert man natürlich das Objekt und dann geht man hier oben auf den Button Auto Close, also Kurvenschließung, automatische Kurvenschließen. Man gibt einen gewissen Toleranzwert ein, ich zeige es euch jetzt hier nochmal in der Zoom-Ansicht. Also Liniensegmentobjekt markieren, den Toleranzwert eingeben, der liegt jetzt hier bei 1 mm.
Und wenn der offene Stück des Liniensegments innerhalb dieses Toleranzwerts liegt, wird die Kurve automatisch geschlossen. Bitmap importieren, einfachster Trick überhaupt. Einfach auf diesen Button hier klicken und dann das Bild auswählen, was man gern haben möchte. Öffnen, fertig. Und weil wir gerade dabei sind, direkt daneben gibt es den Export-Button. Man kann Vektoren aus Adiworks raus exportieren und zwar im Adobe Illustrator-Format, .ai und im PLT-Format, so dass ihr sie dann weiterverwenden könnt. Simpelster Trick ever ist, dass man das Häkchen bei dem Vorschaubild setzt, wenn man ein Bild importiert. So weiß man nämlich immer, welches Bild man importiert. Clever, oder? Und manchmal kann das bei dieser perfekt programmierten Software natürlich auch vorkommen, dass man das Preview-Häkchen setzt und es keine Preview gibt. Woran kann das liegen? Naja, das Fenster ist einfach zu groß. Als nächster ein ganz simpler Tipp. Wie kann man das Seitenverhältnis sperren, wenn man eine Grafik kleiner oder größer macht? Da gibt es hier oben ein Schloss. Wenn ich das öffne, wird die Seite, die ich nicht verändere, nicht automatisch mitskaliert. Bilder lassen sich in Adiworks mit dem Bitmap-Handle bearbeiten. Dazu muss man ein Bild erst markieren und nach der Markierung kann man hier auf BMP, auf Bitmap-Handle, auf den Button klicken und dann kommt dieses Vorschaufenster. Und wenn man in dem Vorschaufenster arbeiten möchte, das ist der erste Tipp, dann sollte man die Einstellung vornehmen, die man vornehmen möchte und sich die Vorschau angucken über Apply to View. Damit appliziert man die Einstellungen auf das Vorschaubild. Hier zum Beispiel so. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Kontrast. Wenn ich jetzt mit dem Ergebnis zufrieden bin, kann ich auf Apply to Source klicken und dann werden diese Einstellungen auf das Originalbild transformiert. Apply to Source, ich mache OK. Helligkeit anpassen, super simpel, einfach an dem Brightness-Schieber so lange schieben und das dann aufs Vorschaubild applizieren, die Veränderung, bis man damit zufrieden ist und dann auf die Quelle applizieren und go! Und ohne viel erzählen zu wollen, beim Kontrast läuft es genauso ab. Tipp, der schnell übersehen werden kann, in dem Bitmap-Handle gibt es ein Tool, um die Farben eines Bildes zu invertieren. Also aus Schwarz mach Weiß und aus Weiß mach Schwarz. Nutze ich immer, wenn ich Stempel mache, weil man dort ja negativ braucht. Ich habe jetzt hier ein Bild in Adiworks importiert und man muss wissen, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, dass jedes Bild in ein Graustufenbild umgewandelt wird. Und wenn ich jetzt hier den Bitmap-Handle öffne, dann sieht man über Ditter hier Grayscale. Und ich kann das auch von hier aus in ein Schwarz- und Weiß-Bild umwandeln, Black and White. Das heißt dann, dass es keine Graustufen sind, sondern dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Also nur komplett Schwarz und komplett Weiß, also 0 und 1. Apply to View und das würde dann auf dem Laser nachher so aussehen. Ist nicht optimal. Und deswegen gibt es hier einen weiteren Tipp, der ist optimaler, aber nicht der optimalste. Wieder über das Bitmap-Handle, Ditter und die Dot-Grafik. Ich habe das ja in der Kepler-Reihe mal erwähnt und da verschiedenste Sachen ausprobiert beim Gravieren. Dot-Grafik, Apply to View und das sieht doch schon ganz geil aus hier. Mit verschiedenen Punkten, so würde der Laser dann fahren und dann würde so nachher das Bild rauskommen. Und das Optimalste war für mich ja dann über den Bitmap-Handle hier die Netzgrafik. Da hat man nämlich noch ein bisschen Spielraum, um was einzustellen. Vielleicht so mit 20 oder 25 Linien auf einen Inch. Apply to View. Und dann haben wir das hier raus. Tja, Adiworks kann auch vektorisieren über das Bitmap-Handle, das öffnen, dann die Brightness und den Kontrast so einstellen, dass ihr ein Schwarz-Weiß-Bild bekommt. Also das Objekt, was ihr lasern möchtet, soll schwarz sein und der Hintergrund weiß. Dann kann man auf Get Outlines Outlines ziehen, also ein Außenriss, ein Umriss und das ist dann ein Vektor, vektorisiert. Die einfachste Art des Vektorisierens, aber trotzdem gut zu wissen, dass es das gibt. Und hier kommen wir gleich zu einer fortgeschrittenen Methode, den Schnitt optimieren. Ihr seht hier, dass es ein totales Chaos ist, nachdem man ein Bild vektorisiert hat. Und über Schnitt optimieren und Order of Layer optimiert Adiworks den Schnitt bezüglich der Laserwege.
weil wir gerade dabei sind, Schnitte optimieren 2, es gibt noch eine andere Methode, habt ihr mehrere Objekte, wie zum Beispiel Kreise hier, die durcheinander gelasert werden, könnt ihr über den Cut Optimize Handle dann Inside to Outside Layer auswählen und Adiworks optimiert euch dann den Schnitt so, dass es innen anfängt und nach außen schneidet. Objekte gruppieren möchte, geht das auch. Alle Objekte markieren, hier oben auf Gruppieren klicken und dann wird das als ein Objekt behandelt. Hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel 2 Kopien erzeuge, zack, 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 dass ich dann jetzt praktisch 3 Gruppen habe und die Gruppen kann ich dann nach den Ausrichtungsregeln auch ausrichten und die werden als Gruppen behandelt. Was bei einer Gruppierung dann nicht mehr möglich ist, ist einzelne Objekte in der Gruppe zu markieren, wie zum Beispiel ein Bild, was man vielleicht ändern möchte. Dazu muss man alles einmal markieren, man entgruppiert es dann hier oben auf dem Button und dann kann man das einzelne Objekt wieder bearbeiten und danach, wenn man möchte, wieder gruppieren. Muster lassen sich über den Button Matrix Copy erstellen, das ist dieser hier. Dazu das Objekt, was man gerne duplizieren möchte als Muster in X und in Y, einmal anklicken, auf den Button Matrix Copy klicken. Um in Excel zu sprechen, man müsste hier die Anzahl der Reihen und Spalten eingeben. Ich sage mal 3 und 3 und drücke OK. Und dann habe ich mein Muster erzeugt. Auch interessant in der Matrix-Copy-Muster-Funktion ist die X-Space-Y-Space-Funktion. Ich mache wieder ein 3x3-Muster und jetzt sagt mir X- und Y-Space, wie viel Abstand ich zwischen den einzelnen Mustern einhalten möchte. Ich kann in X zum Beispiel mal sagen 5 mm und in Y lasse ich 10 mm Abstand und dann bekomme ich ein Muster mit Abstand. Sehr hilfreich. Und ein Tipp, der oft übersehen wird, aber ab und zu mal recht hilfreich sein kann, ist derjenige, dass wenn man ein Muster erstellt, ich mache genau das gleiche Muster wie im vorigen Beispiel, dass man hier auf diesem Button die Ausrollrichtung ändern kann. Also hier sieht man jetzt, der Punkt ist oben links und es geht nach unten rechts und ich kann das auch nach oben rechts und unten links ändern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage von oben rechts aus, dann wird das hier der obere rechte Punkt der Nullpunkt sein. Also dieses Muster wird dann nach links und nach unten ausgerollt. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Arbeitsfläche an seine Bedürfnisse anzupassen. Das geht über die Page Settings. Wenn man zum Beispiel eine quadratische Arbeitsfläche braucht. Jetzt gleich mal ein Beispiel, warum es überhaupt sinnvoll sein kann, seine Arbeitsfläche im Programm, in der Software kleiner einzustellen, als man überhaupt auf dem Laser zur Verfügung hat. Nehmen wir mal an, wir wollen Leder schneiden und wir haben uns einen Bereich von 800x800 mm zurecht präpariert, sodass wir Leder schnell nach jedem Schnitt wechseln können und wir nehmen des Weiteren an, dass wir relativ viele Lederstücke produzieren und schneiden müssen. In dem Fall kann es sinnvoll sein, die Arbeitsfläche auf 800x800 mm im Programm einzustellen und seinen Patch in das Programm zu laden. Ich habe das mal hier mit einem normalen Kreis gemacht und dann über die Musterfunktion über Best Tree, keine Ahnung, was das heißen soll, welcher Vollidiot sich diesen Begriff ausgedacht hat, die Arbeitsfläche, die volle Arbeitsfläche reinzuladen, dann auf OK zu drücken. Und das heißt, es wird automatisch voll bestückt. Eine Funktion gibt es hier rechts noch, das nennt sich das virtuelle Array. Das heißt, man kann praktisch ein virtuelles Muster aufspannen. Ich sag mal hier 5x5 und lasse einen Abstand von 5 mm dazwischen und sehe direkt, dass das nicht auf die Arbeitsplatte passen würde. Ich weiß dann, okay, hier, ich mache jetzt 5x3 oder 5x4 und dann sehe ich, in der Größe passen 5x4 Gravuren, also 12 Gravuren auf die Arbeitsfläche, die mir zur Verfügung steht. Punkte setzen ist ein wichtiges Thema, wenn man zum Beispiel ein rundes Objekt in der Mitte beschwert und man verhindern möchte, dass der Laser, nachdem er dieses Objekt ausgeschnitten hat, dann über das Objekt drüber fährt. Setzt man einen Punkt, kann man das verhindern. Man kann den Laser letztendlich erst in eine bestimmte Position fahren und von dort aus dann zu einem anderen Objekt hinfahren. Text erstellen, super easy mit dem Texterstellungstool. Das findet man hier. Einmal draufklicken und da, wo man den Text haben möchte, hinklicken. Dann geht das Textmenü auf und ui, da hat schon jemand was reingeschrieben, weil er das ausprobiert hat. Genau das möchte ich jetzt als Text auslasern. Dann klicke ich auf OK und ich habe den Text generiert. Es gibt noch ein paar weitere Sachen, die wir beim Texttool beachten müssen. Unter anderem, wenn ich einen Text erstelle,
Und ich habe jetzt hier gerade 16 mm eingegeben. Wenn ich jetzt mal 32 mm in der Height, in der Höhe eingebe, dann habe ich hier diesen Text. Und wenn ich mir hier oben angucke, wie hoch der ist, dann ist der lustigerweise 34,44 mm. Also verlasst euch nicht darauf, dass das, was ihr ins Texttool eingebt, richtig ist. Ihr könnt natürlich auch hier wieder hergehen und dann die 32 mm korrigieren und dann wird der Text wieder ein bisschen kleiner. Schriftart wählen, super easy. Texttool öffnen, irgendwo hinklicken und dann die Schriftart auswählen. Alle, die im Windows-System installiert sind, könnt ihr auch wählen. Können wir irgendwie. Hübsch. Ein weiterer Tipp beim Texttool, ich habe ihn schon markiert, um zu klicken, ist, dass hier die Weite bei 100% sitzt. Ich kann ja mal einen machen hier, 100%. Wenn ich jetzt einen zweiten mache und den auf 200% setze, dann wird der einfach um 200% gestreckt, der Text. Was natürlich auch möglich ist, ich gehe auf das Texttool, mache nur 100% und gebe dann die einzelne Char-Space, also der Abstand der einzelnen Buchstaben, den gebe ich vor, mit vielleicht mal 5 mm. Jetzt sehen wir zum ersten Beispiel, nicht zu diesem gestreckten Beispiel hier, dass ich praktisch die gleiche Schriftart habe, nur mit größeren Abständen zwischen den Buchstaben. Der letzte Tipp zum Texttool ist, ihr könnt variablen Text machen, richtig schön. Also ihr müsst hier auf Enable Variable Text gehen und dann könnt ihr zum Beispiel die aktuelle Zeit, hier ist es gerade 2:58 Uhr, ja, morgens. Wenn ich diese Zeit jetzt im 24-Stunden-Format haben möchte, drücke ich dann einfach auf OK und hier habe ich sie. Die Einschnittpunkte, die kann man auch ändern, also da, wo der Laser anfängt zu schneiden. Das geht über das Menü und dann ein Klick auf das Objekt und dann kann man den Einschnittpunkt auswählen. Wo soll der Laser anfangen zu schneiden? Einschnittpunkt am Objekt lässt sich nicht nur ändern von der Position her, sondern der Einschnittpunkt an sich lässt sich auch bearbeiten. Das geht über das Cut-In- und Cut-Out-Menü. Und wenn man dort Länge und Winkel des Einschnittpunktes angibt, dann fährt der Laser diesen Schnittpunkt mit der Länge und dem Winkel an. Simultan dazu kann man im gleichen Menü auch den Ausschnittpunkt, also die Stelle, an der der Laser aufhört zu lasern, bearbeiten und definieren, wie der Laser dort ausschneiden soll, in welchem Winkel und mit welcher Länge. Und die Software bietet auch Funktionen, um diese Schnittpunkte automatisch zu setzen. Es ermittelt die optimalen Punkte zum Ein- und zum Ausschnitt über die Auto-Set- und Auto-Find-Funktion. Und diese Menüs findet ihr auch in dem Cut-In- und Out-Menü. Über den Reiter Edit, Bearbeiten und die Option Set Cut Direction kann ich die Schnittrichtung eines Objektes ändern. Ich habe das mal hier für den einfachen Fall einer Linie demonstriert. Wenn man die Abfolge verändern möchte, in der der Laser verschiedene Objekte lasert, kann man hier oben auf die Prozessnummer gucken. Das ist 1. Rechteck, Kreis 2, zweites Rechteck ist 3. Wenn ich da jetzt eine 1 rausmache und dann das überprüfe und zwar hier oben über Edit Cut Property und hier auf das Element 1 klicke, dann sehe ich, dass das das erste Element ist und das als erste gelasert wird. Hier unten kann ich mir auch nochmal die Pfade anzeigen lassen, wo ich dann letztendlich sehe, dass vom ersten Element zum zweiten Rechteck gefahren wird und dann erst zum dritten Kreis gefahren wird. Und auch in diesem Fenster lässt sich die Reihenfolge ändern. Dazu muss man das aber ganz umständlich machen. Man muss die Elemente nach rechts herüberschieben. Dort kann man sie anhand dieser Pfeile nach oben und unten bringen und dann wieder nach rechts schieben. Klickt man dann OK, hat man die Reihenfolge auch geändert. Also super kompliziert gemacht. Ich weiß gar nicht, warum man das erst von einer Spalte in die andere rüberbringen muss. Dort kann man es dann ordnen und dann muss man es wieder auf die andere rüberbringen, um es zu bestätigen. Das ist, jemand, der das programmiert hat, hat keine Gedanken daran verschwendet, wie man optimal und effizient arbeitet. Aber was schön ist hier oben der Button Reorder. Der geht übrigens auch in beiden Spalten. Wenn man 1, 2, 3, 4 Elemente hat und dann klickt man auf Reorder, dann wird die Reihenfolge umgekehrt.
Der Adiworks Vorschau-Monitor ist ein relativ starkes Tool, um einen Job oder eine Datei, die ihr auf den Laser schicken wollt, vorher zu kontrollieren. Die beiden wichtigsten Angaben sind hier Laserweg und Laserzeit, denn auf der Grundlage beruhen halt oft auch Kostenkalkulationen für einen Laser, wenn man mit dem Laser Geld verdienen möchte. Die werden hier oben rechts angezeigt unter Light Time, also Laserzeit, und Work Intervall, also die Arbeit, der Arbeitsweg, das ist der Weg, wo der Laser wirklich an ist. Es gibt die totale Bearbeitungszeit, in dem Fall sind das jetzt 21 Minuten, die diese beiden Gravuren brauchen. Und ihr seht auch den kompletten Laserweg, der gegangen werden muss, um diesen Job oder die Datei zu beenden. Klickt ihr auf Simulation, startet ihr eine Simulation in Echtzeit. Ihr könnt die Simulation hochskalieren um das Zehnfache und seht dann über Position, Geschwindigkeit, Laserstärke und den Fortschritt die verschiedenen Parameter. Und ihr könnt hier dran auch feststellen, wenn ihr zum Beispiel in einem Layer mal irgendwie eine Geschwindigkeit falsch eingegeben habt, dann seht ihr das hier. Also hier kontrollieren. Möchte man seine Objekte an der vorgegebenen Arbeitsfläche ausrichten, dann markiert man die alle und dann gibt es dazu diese vier Button hier, oben links, oben rechts, unten rechts und unten links. Und je nachdem, wo ich draufklicke, kann ich sie dann an der Arbeitsfläche ausrichten. Eine Sonderrolle, deswegen hier der Special-Extra-Tipp, spielt der mittig auf der Arbeitsfläche Ausrichten-Button. Es kann nämlich öfter mal vorkommen, dass man zum Beispiel eine Gravur gravieren möchte und sie nachher ausschneiden möchte. Und wenn man dann die Gravur mittig in den Rahmen des Schnitts, des Ausschnitts legen möchte, muss man beide Objekte einzeln markieren und mittig zentrieren. Wenn man beide markiert und mittig zentriert, passiert das. Wenn man einzeln mittig zentriert, hat man das Objekt genau in die Mitte des Rahmens gelegt. Objekte relativ zueinander ausrichten bedeutet, dass ich immer mehr als ein Objekt überhaupt erst ausgewählt haben muss. Die Buttons dafür befinden sich hier oben bei Align und wenn ich mehr als ein Objekt auswähle, dann werden die aktiv, dann kann ich die klicken und die Faustregel für Adiworks, die ist ein bisschen komisch, ist, dass Objekte immer am größten Objekt ausgerichtet werden. Ich kann euch das hier mal zeigen. Man würde eigentlich davon ausgehen, dass die Software die Objekte immer an dem weitesten rechts liegenden Objekt ausrichten würde. Ich zeige euch das mal mit diesen drei Objekten hier. Das am weitesten rechts liegende Objekt ist hier das Bild. Und es gibt auch erst den Eindruck, als würde Adiworks die beiden Schriftarten an die rechts liegende Kante angleichen. Das ist leider nicht so. Ich gehe mal einen Schritt zurück und markiere jetzt alle drei Objekte und sage Align Left. Jetzt würde ich davon ausgehen, dass es diese Linie hier ist. Aber es ist das größte Objekt und deswegen werden die beiden Schriftarten wiederum an das Bild angeglichen. Ich demonstriere euch das mal kurz hier an drei Objekten, wo das Bild auf der rechten Seite ja das größte Objekt ist. Wenn ich alle drei Objekte relativ zueinander positionieren will und zwar auf einer horizontalen Linie, dann klicke ich hier oben auf Align Top und die beiden Objekte werden an das größte Objekt angeglichen. Das gleiche gilt natürlich auch für Align Bottom, das geht hier. Auch ist es möglich, Objekte relativ zueinander mit dem gleichen Abstand auszurichten. Ich mache das hier mal vertikal für diese drei Objekte und dann gibt es hier oben den Button und dann wird das mittlere Objekt so positioniert, dass es den gleichen Abstand nach oben und nach unten hat. Das gleiche gilt natürlich auch für Objekte, die horizontal auf einer Linie liegen. Das geht mit dem Cross-Button. Das geht aber auch nur relativ zueinander. Ich muss Objekte markieren. Habe ich diese drei Objekte markiert und drücke den Across-Button, dann wird das mittlere Objekt mit gleichem Abstand zum linken und rechten Objekt positioniert. Das gleiche Verhalten wie im vorigen Tipp beschrieben gilt natürlich auch für die horizontal auf einer Mittellinie liegenden Objekte. Ich kann hier mal alle drei Objekte markieren und was denkt ihr, was passiert? Es wird passieren, dass die beiden Schriftarten auf das größte Objekt, auf das Bild rücken. Möchte man einem Objekt die gleiche Länge eines anderen Objektes zuweisen, kann man das machen, indem man auf das Objekt klickt, hier oben die Daten des Objektes kopiert und in das andere Objekt reinkopiert oder es gibt eine Schnellfunktion. Ich markiere beide Objekte und klicke dann hier oben auf
width, also gleiche Länge. Jetzt hat Charlotte die gleiche Länge wie Enno. Derselbe Tipp funktioniert für die Höhe eines Objektes. Zwei Objekte markieren und dann hier auf Höhe klicken. Jetzt hat Charlotte die Höhe von Enno. Und die nützlichste Funktion in dieser Auswahl ist die der gleichen Größe. Also dass Bilder die gleiche Höhe und Breite bekommen. Ich kann hier mal diese beiden Bilder markieren und dann auf die gleiche auf Size klicken. Und dann wird das Bild komischerweise kleiner, obwohl ich von links nach rechts markiere. Aber das ist wiederum ein Fehler in RDWorks. Wenn ich von rechts nach links markiere in dem Fall, kriegt das andere Bild die gleiche Größe. Ab und zu muss man sich damit einfach arrangieren, dass RDWorks nicht immer perfekt ist. Möchte man Objekte an andere Objekte andocken, ist es relativ leicht. Man klickt auf ein Objekt und dann kann man hier oben über links, rechts, oben, unten Objekte an das nächste Objekt oder an die Arbeitsfläche andocken. Ich kann hier den Enno zum Beispiel nach links andocken oder nach rechts andocken oder halt auch oben an die Arbeitsfläche. Ich kann die Charlotte hier nach links andocken, den Enno dann wiederum nach links verschieben und so weiter und so fort. Also das Andocken ist eine relativ schöne Funktion, wenn man effizient die Arbeitsfläche ausnutzen möchte. Man kann mit RDWorks auch ein Offset generieren. Wir machen jetzt erstmal einen positiven Offset von diesem Kreis hier. Das heißt, ich markiere den und der Offset-Button ist hier oben. Offset Polygon. Da klicke ich drauf und dann steht hier 10 mm. Ich mache mal 5 mm, mache OK bei Out und so kann ich dann letztendlich ein Offset generieren. Was auch schön ist, dass ich das Artwork löschen kann. Das heißt, ich klicke dann jetzt aber auf den äußeren Ring, mache noch ein Offset. Das soll jetzt mal 20 mm sein. Und der jetzt markierte Ring wird dann über Delete Artwork gelöscht. Das heißt, es wird nur ein weiterer hinzugefügt und der wird jetzt gelöscht. Zack. Es gibt auch einen negativen Versatz. Dazu Objekt markieren, Offset aufrufen, also Versatz, Polygon. Ich sage, das Artwork wird diesmal nicht gelöscht. Ich möchte einen Versatz haben von 10 mm und ich sage in. Zack. Das kann ich wiederum wiederholen, wenn ich möchte und wiederholen. Und so kann ich auch letztendlich das Objekt füllen. Aber wenn ich von Objekt füllen rede, kommen wir zu diesem Tipp. Man kann Objekte einfach füllen. Ich markiere jetzt mal beide Objekte und gehe dann auf Handle und dort gibt es etwas, das heißt Ring Hatch. Das ist im ersten Moment nicht erkenntlich, was das sein soll. Hatch Space, ich sage 10 mm, 5 mm ist gut und jetzt wird ein negatives Offset von beiden Objekten gemacht und zwar mit 5 mm bis der Kreis und das Liniensegment geschlossen ist. Und wenn ihr jetzt mit der Export-Funktion arbeitet, könnt ihr das zum Beispiel auch auf eine Fräse werfen. Die Brückenfunktion erlaubt es, in einem durchgehenden Laserpfad einzelne Brücken einzufügen und zu bauen. Wir machen das hier mal für die Intervalldistanz von 5 mm und wir bauen Brücken dazwischen, die 3 mm lang sind und können dann sehr schön sehen, wie der Kreis mit Brücken gefüllt wurde. Es gibt eine weitere Möglichkeit, Brücken automatisch einzufügen und zwar über die Anzahl der Brücken. Ich mache das jetzt hier mal für 16 Brücken, gebe einfach die Anzahl in das Dialogfeld ein, über Applikation OK und ich kann davon ausgehen, dass das Programm mir 16 Brücken gleichmäßig in den Kreis reingebaut hat. Und ihr werdet es nicht glauben, man kann Brücken sogar manuell einfügen. Man klickt wieder auf Handle und auf Brücke, auf Bridge und dann wählt man den Punkt Add Bridge Manually und dann kann man per Klicken die Brückengröße einfügen, die man selbst definiert hat. Hier also gerade 3 mm große Brücken, die ich da einfüge, wo ich sie haben möchte. Ich habe hier mal ein Rechteck gezeichnet, um dessen Kurven zu glätten. Bei einem Rechteck heißt es automatisch, dass wir die vier Kanten glätten. Ich zoome jetzt mal ran hier. Eine Kante reicht, damit wir was sehen. Ich klicke hier, nachdem ich das Objekt markiert habe, auf Curve Smooth und sehe hier Custom, Low, Middle und High. Ich bleibe mal bei High und wir gucken, konzentrieren uns mal hier auf die Ecke. Das ist der Curve Smooth. Und die Software gibt einem sogar die Möglichkeit, das manuell zu machen. Manuell heißt in dem Fall, ich mache mal Curve Smooth auf hier und gehe auf Custom
okay, dass ich eine Vorschau bekomme, weil ich denke, dass Low irgendwo hier liegt, Middle irgendwo hier und High liegt in dem Smoothness-Bereich hier, also bei dem Glättungsfaktor. Wenn ich aber hier Apply mache, dann kann ich mir das hier als Vorschau schon mal angucken, das ist ganz nett, man muss die Maus dann da haben, wo man reinzoomt. Und dann kann man sich das Ergebnis angucken und dann gehe ich auf OK und dann wurde es geglättet. Über das Messen-Tool lässt sich auch die Arbeitsfläche messen. Das wird dann hier unten angezeigt. Achtet mal jetzt darauf. Ich klicke und ziehe das Messen-Tool auf und möchte wissen, wie viel Platz benötigen diese 6 Bilder auf meiner Arbeitsfläche beim Laser. Der nächste Tipp ist meiner Meinung nach der schönste, weil er der wichtigste ist und das stärkste Tool von Adiworks herausstellt. Es geht um das Transform-Tool. Mit dem Transform-Tool lassen sich Objekte transformieren, wie es schon sagt. Wenn wir ein Objekt markieren und hier oben in den Reitern unter Work, Output, Doc, User und Test auf Transform klicken, haben wir die Möglichkeit, das Objekt zu verschieben, zu drehen, zu spiegeln, zu skalieren und zu verzerren. Die absolute Position eines markierten Objektes findet ihr in Artiworks üblicherweise ganz oben links unter X und Y. Im Transform-Tool habt ihr unter Horizontal und Vertikal die gleiche Position nochmal angezeigt. Wollt ihr ein Objekt verschieben, macht es wenig Sinn, die absoluten Koordinaten zu nutzen. Am besten ist es hier, die relativen Koordinaten zu nutzen. Dann wechselt dieses absolute Koordinatensystem auf 0, 0. Und vom Mittelpunkt aus, den ihr hier eingestellt habt, könnt ihr dann das Objekt verschieben. Zum Beispiel um 5 mm in X. Das wäre X positiv. Apply. Wir können aber auch 5 mm horizontal und vertikal plus machen. Das würde dann nach oben rechts gehen. Und wenn ich hier minus 5 eingebe und hier 0, dann verschiebe ich das Objekt nach links. Und womit dieses Tool relativ stark wird, ist die Funktion Apply to Copy. Was ich im letzten Tipp benutzt habe, war die Apply-Funktion. Da füge ich die neue Position einfach der alten hinzu. Ich update sie praktisch. Wenn ich aber Apply to Copy klicke, dann füge ich eine Kopie der neuen Position hinzu. Ich mache das mal hier für positiv 5. Ihr seht, dass ich ganz viele Kopien hinzufüge. Ich kann das auch für 5,5 machen, nach oben rechts. Oder für minus 5 oder für minus 5, 0. Jetzt zeige ich euch mal in Kombination, wie stark das Tool sein kann. Ich werde jetzt das Quadrat markieren und in den Drehen-Modus wechseln und von dort aus relativ drehen und zwar von einem Bezugspunkt, den ich vorgebe und zwar von oben links und ich werde die Kopie hinzufügen. Also es wird immer komplizierter, aber wenn ich jetzt Kopien hinzufüge, dann kann ich relativ starke und von hier kann ich auch wieder wechseln. Muster erzeugen, wenn ich möchte. Und jetzt das Ganze mal anhand einer Ellipse und zwar im Drehen-Modus. Hier muss ich keine relative Position hinzufügen. Hier kann ich einfach den Grad updaten. Ich sage hier um 3 Grad möchte ich die Ellipse einfach drehen und dann mache ich Apply to Copy und so kann ich relativ schnell ziemlich coole Muster erzeugen. Und als letztes Beispiel für das Transform-Tool nutzen wir jetzt eine Ellipse, die wir um 3 Grad drehen, aber diesmal nicht vom Mittelpunkt her, sondern wir setzen oben links an und fügen die Kopie hinzu. Und dann sehen wir, wie die Ellipse sich um 3 Grad um den oberen linken Punkt dreht. Objekte spiegeln in der Software geht relativ schnell. Objekt markieren und dann, wenn man es horizontal spiegeln möchte, hier klicken und wenn man es vertikal spiegeln möchte, hier klicken. Man kann einzelnen Objekten verschiedene Farben zuordnen und jede Farbe hat verschiedene Parameter, zum Beispiel verschiedene Geschwindigkeitsparameter.
In vielen Fällen macht es bei mir Sinn, die Netzweite des angezeigten Rasters zu ändern und meistens ändere ich die von 50 mm runter auf 10 mm, sodass ich weiß, dass 10 Kästchen 100 mm entsprechen. Was sehr schön ist, dass man mit ADWorks auch seine eigene Oberfläche gestalten kann. Jedes Menü ist an- und abdockbar. So kann man ADWorks zum Beispiel auch auf zwei Bildschirmen nutzen. Und das geht wirklich so weit, dass sich alle Menüs ab- und andocken lassen. Und falls ihr aus Versehen mal ein ab- oder angedocktes Fenster schließen solltet, könnt ihr über den Reiter View, also Fenster, das Tab oder den Dock wieder ein- und ausblenden. Man kann den Andockpunkt beim Import ändern. Wenn wir ein Bild importieren, wird es immer in der Mitte platziert. Wenn wir es oben links, oben rechts, unten links, unten rechts platzieren möchten, dann gehen wir hier in die Einstellungen und da gibt es eine Einstellung bei den Dateiparametern, bei den File-Parametern. Die nennt sich klugerweise Docking Import Data. Wenn wir da umstellen, auf zum Beispiel Top Left und dann ein Bild importieren, tada, oben links angedockt. Trick bei der Installation, der gerne übersehen wird, ist, dass man den Laser-Nullpunkt eingibt, und zwar das Origin. Das geht oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Typischerweise bei den eBay-China-Lasern oben links, aber ich habe es auch schon gesehen, dass er oben rechts ist. Ihr müsst gucken, wo die beiden Endschalter sind, und das ist die Position, in die der Laser nachher fährt, um 00 zu finden. Und das ist euer Origin. Und wenn ihr von einem völlig anderen Stern kommt, dann könnt ihr auch gerne hier die Einheitengröße von Millimeter auf Inch umstellen. Letzter Tipp zur Installation. Ich würde euch empfehlen, einen Installationspfad anzugeben, denn typischerweise installiert sich ADWorks direkt in C, also direkt in das Root-Verzeichnis der Festplatte. Wollt ihr herausfinden, wo ihr ADWorks installiert habt, macht ihr einen Rechtsklick auf das Desktop-Icon, geht auf Eigenschaften und dann unter Verknüpfung auf Dateipfad öffnen. Möchtet ihr gerne sehen, mit welchen Dateitypen ihr in ADWorks arbeiten könnt, dann tut so, als wenn ihr ein Bild importiert und klickt auf Dateityp unter Supported Files. Mit einem Missverständnis möchte ich aufräumen, wenn es um den Button Capture hier geht. Das ist nämlich ein Webcam-Symbol und es gibt viele Leute, die denken, dass man eine Webcam zuschalten kann, die die Arbeitsfläche abfilmt und man dann die Positionierung live auf dem Laser sehen kann, also auf der präparierten Arbeitsfläche. Das ist nicht so. Capture heißt, dass ich, wenn ich hier draufklicke, eine Quelle auswählen kann, das ist eine Twain-Quelle und diese Quelle ist ein Scanner. Und dann kann ich direkt von einem Scanner praktisch die Daten abscannen und in das Programm importieren. Weil es so gut passt, hier oben gibt es ein Symbol Projektor, das erfüllt wahrscheinlich genau die Anforderung, die ich hier bei dem Webcam-Symbol gestellt habe, also eine Arbeitsfläche mit einem Projektor abfilmen und dann eine Live-Positionierung anzeigen. Beispiele habe ich schon gesehen, wenn ich in meinem ADWorks hier draufklicke, und das wird bei dir wahrscheinlich genauso sein, dann steht hier Can't find the Projektor Software. Falls du so lange durchgehalten hast in dem Video bis zu diesem Tipp und du weißt, welche Software man hier installieren muss, ich weiß, das ist kein richtiger Tipp, ist eigentlich ein sehr billiger Tipp hier. Ich wollte nur dieses Symbol mal vorstellen und dass die Möglichkeit besteht. Ich weiß nur nicht, welche Software ich da benutzen muss. Also in all den Jahren habe ich noch nie eine Software gefunden als Projektor-Software. Man findet auch nichts durch Googlen oder durch irgendwelche Foren, die ich installieren kann, damit ich hier auf dieses Symbol klicke und dann eine Live-Vorschau meiner Arbeitsfläche sehe. Ist eigentlich kein richtiger Tipp, aber doch irgendwie auch ein Tipp, dass es nicht funktioniert, oder?